ungefähr vor einem Jahr habe ich meine Beerdigung geplant und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ich habe Anfang Oktober in einer Klinik in Mecklenburg die Diagnose bekommen, Bauchfellkrebs. Und Bauchfellkrebs ist nicht heilbar. Und das war sehr schwierig, weil die Ursache dafür nicht gefunden wurde. Und im Zuge dessen lautete die Diagnose, Herr Korn, Sie haben Bauchfellkrebs. Wir empfehlen eine palliative Chemo. Und das war's denn. Die größte Herausforderung am Anfang der Behandlung war, mit Herrn Korn gemeinsam zu besprechen, dass er eine Chance hat und dass wir eine Möglichkeit sehen, ihn tatsächlich auch zu heilen. Und wir haben das gemeinsam besprochen und wir haben eine sogenannte zytoreduktive Chirurgie, also eine komplette Entfernung aller Bauchraummetastasen miteinander geplant. Und anschließend eine sogenannte HIPEC, also eine Spülung des Bauchraumes mit einer erwärmten Chemotherapielösung. Ich wurde ungefähr 11 Stunden operiert, war 30 Stunden unter Narkose und habe mich aber relativ schnell wieder erholt. Wahrscheinlich aufgrund meines Fitnesszustandes. Ja, und bin quasi 3 Tage nach der Operation schon das erste Mal aufgestanden. Die HIPEC, also diese Spülung mit erwärmter Chemotherapie, dient dazu, die Tumorzellen erfolgreich zu bekämpfen, die wir Chirurgen mit bloßem Auge nicht sehen können und deswegen auch nicht entfernen können. Insofern darf Herr Korn tatsächlich auf eine Heilung hoffen. Das ist nicht selbstverständlich, aber in seinem Fall trifft das zu. Und wir hoffen, dass die weiteren Kontrollen in der Zukunft genauso positiv verlaufen werden wie die heutige. Für mich ist mein Leben eigentlich sehr erfüllt gewesen und ich hatte in der ganzen Zeit, es mag komisch klingen, aber ich hatte keine Angst vorm Sterben und ich hatte auch keine Angst vorm Tod. Aber ich habe gesehen, dass meine ganze Familie, meine Frau, die Kinder, die Enkel, die hatten alle ganz große Angst um mich. So, und ich bin total dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, ich sag mal, noch weiterleben zu dürfen, zu gucken, wie sich die Enkel entwickeln und zu sehen, wie die Kinder ihr Leben weiterleben und dass ich mit meiner Frau weiterleben darf. Da bin ich wirklich unendlich dankbar.